Fußball. Sportlich läuft es beim FC Homburg, dem Aufsteiger in die Regionalliga, eigentlich ganz gut. Wäre da nicht diese überraschende Trennung von Sportdirektor Steven Dooley von letzter Woche, die insbesondere außerhalb des Vereins für kräftig Unruhe sorgt, vor dem Ligaspiel morgen Abend gegen Lauterns Reserve und dem Pokalknaller nächsten Dienstag gegen Saarbrücken, stellt man sich ebenso die Frage, wie es weitergeht mit dem Trainer Christian Tietz. Baustelle beim FC Homburg. Bis zum Pokalderby am Dienstag gegen den 1. FC Saarbrücken soll die neue Anzeigetafel fertig sein. Bei einer anderen Baustelle wird das schwerer. Letzte Woche hat sich der Verein überraschend von Sportdirektor Steven Dooley getrennt. Steven Dooley wollte sowieso zum Saisonende aufhören. Außerdem ist das für uns das Thema eigentlich erledigt. Wir haben uns Ziele gesetzt, die wollen wir erreichen. Und wir wollen nicht nach hinten schauen, sondern nach vorne. Sportlich läuft es beim Aufsteiger. Platz 9 nach 16 Spielen darf als Erfolg bezeichnet werden. Doch die Personalentscheidung hat für Turbulenzen gesorgt. Ich versuche meine Arbeit so gut wie möglich zu machen. Ich denke, dass ich das auch hinbekomme. Aber klar ist es, dass wir ein sehr enges Verhältnis miteinander haben. Ich seine Arbeit sehr geschätzt habe und mich das natürlich getroffen hat. Dooley weg. Und was ist mit dem Trainer? Der Vertrag von Christian Tietz läuft am Saisonende aus. Eigentlich wollte der Verein schon vor Wochen mit ihm sprechen, was bisher nicht passiert ist. Wir hatten gesagt, auch bei dem Fan-Meeting, dass wir also Vertragsverlängerung ansprechen, aber erst in der Winterpause. Wir hatten die ganze Zeit noch keinen Bedarf gesehen. Außerdem hatten wir so viele Altlasten noch zu bewältigen. Aber wir werden uns in der Winterpause mit ihm zusammensetzen. Wir würden gern mit ihm weiterarbeiten. Christian Tietz hat stets bekräftigt, dass er sich in Homburg so wohl fühlt wie bei keiner anderen Station zuvor. Eine Vertragsverlängerung war für ihn eigentlich nur Formsache. Und jetzt? Es ist ja bekannt, dass ich durch Steven Dooley hergekommen bin und dass ich seine Arbeit schätze und ihn auch als Mensch. Aber ich mir momentan meinen Fokus nur auf die Mannschaft lege, mich auf die Spiele und das Team konzentriere. Und alles Weitere werden wir in Ruhe sehen. Hat die Entscheidung gegen Steven Dooley Sie jetzt irgendwie auch beeinflusst, Vertrag von vornherein zu sagen, nein, ich verlängere nicht? Dass das mich natürlich beschäftigt und dass ich mich damit auseinandersetze, ist ja klar. Wie ein klares Bekenntnis hört es sich nicht an. Die Ruhe scheint trügerisch.